jetzt? Pre-Selection. Wollen Sie Pre-Selection? Oder was jetzt? Setz dich. Oder call by call. Call by call. Hallo. Hallo. Aufgelegt. Ja. Bin ich hier richtig? Weiß ich nicht. Möchte gern Billard telefonieren. Alle möchten Billard telefonieren. Ja, aber es soll ja so kompliziert sein. Also neue Tarife, andere Nummern. Man hört da ja so einiges. Kompliziert. Und dann, ja. Kompliziert. Ja. Es ist ein Dschungel. Ein unentwirrbares Dickicht. Ein falscher Schritt. Eine falsche Ziffer im falschen Moment. Und du bist raus aus dem Mondscheintarif. Ist das klar? Klar. Das wäre ganz klar. Wie heißt du? Sieh mal, bin ich hier richtig bei Comtelfax, dieser neuen Telefongesellschaft? Wie du heißt? Schneider. Hör jetzt gut zu, Schneider, hör gut zu. Wo ist er denn jetzt? Wo ist... Du kannst dir eine Menge Geld sparen, okay? Ja. Verdammt viel Geld. Aber du musst höllisch aufpassen. Ja. Überall. Lauern, Entfernungen, Zeiten, Takte, Tarife. Kannst du mir folgen? Ja, so ungefähr, ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles über dich wissen. Alles. Deine Gewohnheiten, deine Vorlieben, deine Schwächen. Alles. Ich brauche ein klares Kommunikationsprofil. Ja. Wie telefonierst du? Wie ich telefoniere, also... Ich nehme den Hörer ab... Komm, Schneider, mach keine Scheiße mit mir hier! Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du ein Handy? Ein Handy? Ja, ein Handy. Oder Score, Fax, Quicks. Nix, nix, nix. Wir haben nur so ein altes Graues von der Post damals. Okay, okay. Ist gut, Schneider. Ja. Bist kontaktscheu, oder? Kontaktscheu, wieso denn das jetzt? Ich meine, ob du beim Telefonieren über die Grundgebühr rauskommst. Gut, manchmal ja. Und manchmal nein. Ja. Na also. Komm, Schneider. Wie hast du es am liebsten? Gebührenorientierte Gesprächsführung? Gebührenorientierte Gesprächsführung, also ich... Ob du auf die Uhr guckst? Gott, manchmal ja. Und manchmal nein, das hatten wir schon, Schneider. Oder bist du mehr so der spontan-impulsive Typ? Spontan-impulsiv, ja, doch schon, also. Ja, was denn jetzt? Würdest du kaum Zeiten überspringen, um in Nebenperioden von verlängerten Takteinheiten zu profitieren? Ich weiß nicht, also manchmal denke ich einfach so, Mensch, lange nicht mehr mit Hans Georg gesprochen, dann greife ich halt zum Hörer. Okay, okay, ist gut, Schneider. Und nachts, große Distanzen? Würdest du um 4 Uhr aufstehen und Kuba anrufen? Kuba um 4 Uhr, also... Wen soll ich da anrufen, also? Ja, nur mal angenommen. Kuba um 4 Uhr, also... Ich habe eine Schwägerin in Sachsen-Anhalt. Die schläft nachts, also insofern ist es... Schneider, mach keine Spielchen hier mit mir, okay? Okay? Okay, okay. Okay. Sag mal. Schneider, sag mal. Schneider. Sag mal. Ja. Hast du gute Nerven? Gehst du auf Risiko? Hätte ich was für dich. Investment telefonieren. Bei Gesprächen in Gebiete der NATO-Osterweiterung. Weißt du, was es da gibt? Nee. SV-Rabatte. Bis zu 70%.
Das ist die ganz schnelle Mark Schneider. Essvorratte, also ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal. Allerdings darf die Inflationsrate nicht den amtlichen Mittelwert übersteigen. Klar. Müsstest du gegebenenfalls am Nicker-Index überprüfen. Müsste ich da mal nachgucken, ja. Oder ganz heiße Kiste. Callback-Gespräche. Handvermittelt. Über die niederländischen Antillen. Da kannst du 2 Stunden telefonieren. Da kriegst du durch die Zeitverschiebung sogar noch was raus. Jetzt Nickel-Index, niederländische Pastillen, also... Ich persönlich habe ja schon Probleme mit der Komfortauskunft, ja. Komfortauskunft? Ja, was ist denn das? Bei der Telekom, wenn du da anrufst, bei der Auskunft, da kriegst du eine Nummer. Und bei der Komfortauskunft, da stimmt's auch. Weißt du was, Schneider? Könnte nur ein kleiner Scherz sein. Weißt du was? Ich glaube, das ist hier nichts für dich. Das ist irgendwie eine Nummer zu groß. Du hast ein konservatives Kommunikationsprofil. Du raffst das nicht. Ein konservatives Kommunikationsprofil? Wieso denn? Ja, besser, du suchst da was anderes. Wieder was denn jetzt, anders? Ja, was weiß ich? Schreib Briefe. Ein Brief kostet eine Mark 10, kannst du das merken? Mark 10, klar. Ja, in 2 Jahren bist du sowieso wieder da. Wieso, wird das Telefonieren dann einfacher? Nee, aber das Porto wird komplizierter. Wieso? Da fällt nämlich das Briefmonopol, Schneider.